Nach Feierabend schaut es in der Halle nicht aus. Die Experten arbeiten auf Hochtouren. Christel Herrschenbach möchte sich endlich einen Traum erfüllen. Eine Urlaubsreise. Das nötige Bare soll ihr ein unerwarteter Speicherfund bringen. Ich habe ein Bild von Michael Bute mitgebracht. Das Bild hat ca. 25 Jahre auf dem Dachboden geschlummert, ohne dass ich wusste, dass es überhaupt gibt. Frau Herrschenbach, Sie haben ein Gemälde mitgebracht. So, und das zählt ja mal zweifellos unter moderne Kunst, würde ich sagen. Ne? Der Michael Bute ist aber schon verstorben. Wer war das? Das ist der Künstler. Künstler. Also wenn ich jetzt mal frech sein soll, ist ja eigentlich immer gut, wenn der Künstler schon tot ist und man hat ein Gemälde von ihm, ne, ja, Albert? Also, ja, dann steigern. In dem Fall tut er mir leid, er ist nur 50 Jahre alt geworden. Dann tut mir auch leid. 94 schon gestorben, ja. War natürlich ein guter Künstler und sogar ein Kölner Künstler. Ja. Ein Kölner Künstler? Ja, Kölner Jung. So, Albert, dann erzähl mal weiter. Darüber. Also ich muss zuerst mal Sie korrigieren. Es handelt sich um kein Original und kein Bild von Michael Bute. Das ist eine Grafik von eine Michael Grafik. Bute. Dieses Blatt gibt es, das können Sie hier erkennen, das ist die Nummer 437 von 500. Ja? Also dieses Blatt gibt es 500 Mal, was den Wert schon enorm schmälert. Das Blatt ist im Siebdruckverfahren gemacht, sind also mehrere Schichten gedruckt worden und dann hat er es hier signiert. Also signiert und authentisch ist auch echt. Mir gefällt das Blatt auch. Das ist ein sehr dekoratives Blatt, nur ist es kein Original. Aber du hältst es jetzt auf dem Kopf, ja. Oder? Ja. Ja, ne? Entschuldige. Ja. Entschuldige. Nee, war ja nur so. Sie haben Gott sei Dank den Tisch zum Abstützen, da benutze ich auch immer. Ja. Jetzt möchte ich wissen, was sagst du dazu? Also, das Blatt ist schön, gut, aber ich kann das Blatt nicht mehr wie 150 bis 200 Euro schätzen. Ja. Beim allerbesten Willen nicht. Es gab mal gute Originale, die 3.000, 4.000, 5.000 Euro gebracht haben, das gibt's schon, aber das ist keins. Und deswegen liegen wir bei 150 bis 200 Euro. Mal, ich würde Ihnen die Karte geben, so wie Sie sich entscheiden. Sie müssten mir nur sagen, so, weil es kann ja auch passieren, dass jemand sagt, aber nicht jetzt zum Überreden, mein Gott im Himmel, suche ich, weil ich habe die anderen 499 auch schon und damit habe ich den Markt geführt, gebe ich 500 für. Ne, das kann ich Ihnen natürlich nicht versprechen. Wenn Sie trauen die Karte sich? Geben... Trauen Sie sich, trauen ja. Sie sich. Ja? Ja? Ja. Machen wir? Machen wir. Und das macht mich wieder stolz, weil Sie sind so ein nettes Mädchen. Hier ist Danke. Ein Kärtchen. Bitte schön. Danke. So, das gebe ich Ihnen ganz vorsichtig. Ja. Und da Danke. Vorne gibt es auch ein leckeres Tässchen Kaffee. Ja. Ne, wir sehen uns dann später. Ja. Dir gefällt das Bild? Finde ich nicht schlecht, ja. Die Farbkomposition ist nicht schlecht. Das ja, aber mal ohne Scheiß, so was habe ich auch schon mal gemacht. Da haben wir die Wohnung hast, renoviert. Da lag nicht, am Boden das hast du Zeug. Nicht, hast du nicht. Hast ja? du nicht. Ich hätte hast vielleicht nur nicht. Die Tapete zusammenrollen hast, sollen. Hast du nicht. Die Händler sind bereit. Und unten hat Christel schon einen Plan parat. Ich bin aufgeregt. Ich gehe gleich hoch, lege das Bild den Händlern vor und werde hören, was sie mir sagen. Und für 200 Euro gebe ich es ab. Moderne Kunst, ein Druck und kein Gemälde. Findet Christel dafür einen Abnehmer, selbst für nur 200 Euro? Der Michael Bute. Im Profil ist er sogar selber verewigt. Kann das sein? Es steht drin, dass es ein Mann im Kanu ist. Ja. Das ist aber für die Galerie. Ja, wollte ich gerade sagen. Also 500 Stücke, das ist die Nummer 437. Signiert, datiert, ja. 87. Wo haben Sie das her? Das hat 25 Jahre auf dem Dachboden gelegen. Ja. Und habe gedacht, das wäre doch was, was ich mal bei Bares Ferrat. Den Dachboden hätte ich auch mal gerne gesehen. Ich hatte das auch noch nie vorher gesehen. Das ist aus dem Nachlass meines Mannes. Ja, das ist schön. Und Sie möchten sich jetzt davon trennen? Ja, weil ich keinen Bezug dazu habe. Tja. Ich würde es gerne günstig kaufen, Madame. Was verstehen Sie unter günstig? Ja. 100, 150, 200, sowas. Das wäre günstig. Das wäre gut. Und wenn wir ein bisschen was drauf tun in die Urlaubskasse. 180, 160, nein, 200 wäre es mir wert. Dann kann man das auch gut verkaufen. Fabian? Fabian? Ich würde 250 geben. Da bin ich 260.
Verstehen Sie mich? Wenn ich dazukomme, wird es immer schlimm, Ludwig. Ich verliere jetzt nicht deine Worte. Erzähl ganz kurz weiter. Aber ich möchte der Dame so ein klein bisschen zur Seite stehen. Weil sie möchte sich nicht nur trennen, das traut sie sich jetzt nicht hier zu sagen, weil sie keinen Bezug zum Bild hat, sondern sie möchte damit auch eine kleine Reise machen. Ja. So, und eine kleine Reise wäre jetzt vielleicht mehr als ein Zugticket. Ich bin jetzt bei 260 Euro. Ludwig, du weißt, dass ich einer deiner größten Fans bin und du mein Idol. Das ist schon sehr lieb gemeint. So, jetzt guckten sie sich noch mal so ein bisschen intensiver an. 270, sage ich. Ich gebe 300. Das ist ja. 300. Ja. Ist noch keine Urlaubsreise, ne? Ludwig, komm, sei nicht so kniepig. Darf ich noch was sagen? Ja. 350. 350. Komm, ich muss auch was sagen. 380. 400. 400. Das ist schon ein Wort, ne? 400 ist schon ein Wort. Das ist auch mein letztes Wort. Ludwig, das ist ganz genau deins. Meinst du? Passt zu deinem T-Shirt oder Hemd. Guck dir die Farbe an. Also ich will da jetzt nichts kaputt machen, aber ich finde, also ich mach's jetzt kurz. Ja? Ja. So, weil ich denke mal, 400 Euro ist sehr schön. Sehr viel Damit Geld. Sind wir zufrieden. Ja. Dann lasse ich dich jetzt wieder alleine. Hol dein Geld das ab. Mach ich. Drück mich noch mal gegen den Boden. Ah, meine schöne Urlaub. Ne? Mach ich. So, ihr seid ein Träumchen. Ich liebe euch. Dankeschön. Bitte schön. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es war allen. 20, vielen Dank. Aber ach, es war aber doch erfolgreich. Ja, das meine ich auch. Sie können alles zufrieden sein. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Das möchte ich noch vielen sagen. Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bin super glücklich. Ich habe 400 Euro für das Bild bekommen. Ich bin super zufrieden. Schon wieder vorbei. Unfassbar, wie schnell es geht. Einige Herrschaften sind außerordentlich glücklich nach Hause gegangen. Unsere Händler sind am Verladen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was man alles so zu Hause finden kann. Gucken Sie doch auch mal. Ich freue mich.